Moin, moin, YouTube, herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge Subnautica. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, das Let's Play erstmal zu pausieren, nicht zu beenden, nur zu pausieren. Das Ganze besteht nämlich aus dem einfachen Grund, dass es sind zwar noch ein paar Sachen, die ich machen könnte, machen müsste, um alles zu zeigen. Und das werde ich auch definitiv in der Zukunft tun. Aber es sind so wenig Sachen. Und wenn das nächste große Update rauskommt, werden wir uns Subnautica mit Sicherheit nochmal angucken. Und ich war nicht da links rum, sonst kratze ich wieder meinen Bug auf. Meinen Rumpf, meine ich. Wir können auch da lang fahren, einfach mal. Mal in die weite Welt. Dann werde ich beim nächsten Update einfach das Spiel nochmal starten und dann gucken wir uns das Ganze nochmal von vorne an und können dann natürlich auch so Sachen wie die Insel, die ja noch kommt, uns dann ganz gemütlich zu zweit angucken. Oder wenn ihr mit mehreren Leuten im Rechner seid, auch zu dritt. Oder wenn ihr eure Katze dabei habt, dann auch zu dritt, weil Katzen sind was Besonderes. Ja. Gut, wir werden jetzt einfach mal gucken, wo uns das offene Meer hintreibt. Wir haben ja keine Seemotte mehr, die wurde ja in der letzten Folge. Wer sie nicht gesehen hat, die kann ich empfehlen, die war wirklich gut. Von einem kleinen Reaper verspeist. Ja, so ist es. Wem es aufgefallen sein mag, ich habe in letzter Zeit irgendwie ab und zu mal kein Video hochgeladen, die Tage. Ich kann ja jetzt ein bisschen Podcast-Zeit nutzen, während ich hier im Umtuckern bin. Das liegt ganz einfach daran, dass und ich bin da mal brutal ehrlich, keine Lust hatte. Und ich sag mal so, ich handle das dann lieber so, dass ich dann, oh cool, ein Reaper, dass ich dann entweder nichts aufnehme oder nichts hochlade, weil so eine Sache, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas etwas aufzunehmen und mich dazu zwinge, das aufzunehmen, klingt das nie wirklich. Erstmal klingt es immer aufgesetzt, was es dann im Endeffekt auch ist. Und irgendwie macht es mir natürlich dann logischerweise auch nicht so viel Spaß. Und jetzt so abends, wenn ich dann mal denke, da kannst du mal eine Runde Subnautica anwerfen und dann fällt mir auf, das Let's Play ist ja schon relativ am Ende. Also nicht am Ende im Sinne von Schleiße, sondern am Ende im Sinne von Content-mäßig. Ja, das. Dann gönnt man sich einfach mal eine Runde. Okay, wir können bis 200 Meter runter mit dem Schnuckiputz hier. Jetzt fragst du dich, wo wir hier sind. Was ist das? Das ist einfach nur eine große Textur. Was bist du für ein Ding? Außer offensichtlich nicht nett. Achso, genau, ich wollte mal gucken, ob wir noch. Ach, guck mal, sind wir jetzt auch hier in so einer Art Biom mit den Pilzen, da wie letztes Mal. Ich wollte mal fast noch kurz gucken, ob wir noch Dings haben. Trinken. Nice. Essen haben wir auch jede Menge. Wir haben auch noch. Okay. Immer nicht alles dabei. Ist gut. Gefällt mir. Bin ich irgendwo gegengefahren? Habe ich den Walder dabei? Ja, habe ich. Irgendein Wassereinbruch? Hier. Einmal zumachen. Ist ja komisch, ne? Na gut, lass uns mal rausgehen. Ah, die da, die da. Sollten wir sicherheitshalber das Stasi-Rifle mitnehmen? Man weiß ja nie. Ich bin doch nur gegen gefahren, oder? Ah, ne, das ist generell. Kann ich jetzt. Jetzt kommt wieder der Spaß, das Ding anzuvisieren, ne? Was ja quasi nicht möglich ist. Oh. Na gut, okay, das ist gar nicht so schlimm. Aber wie kann ich das Ding hier anvisieren? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Es geht einfach irgendwie nicht. Muss ich es von der Seite anvisieren? Muss es auch nochmal leiser stellen, wenn es weiter so rummusiziert. Ich werde es jetzt mal kurz leiser stellen. So. Dann müsste irgendwann so angezeigt werden, dass das und das. Da oben vielleicht. Oder von innen vielleicht auch, wer weiß. Oder ist mein Energielevel zu niedrig? Ich weiß es nicht. Aber nee, ich meine, da war doch Schaden im Dings, ne? Ja. Wie zur Hölle kann ich jetzt reparieren? Ah, da war's gerade.
Ah, guck an. Ach, Spiel, du machst mich fertig. Obwohl ich die Fluttüren zugemacht habe hier. Dann kriegen wir jetzt tatsächlich durchgehend Damage über unter 100 Meter. Oder wie, also wie soll ich das verstehen? Dann gehe ich jetzt nämlich mal über 100 Meter. Und dann werde ich mal ganz kurz aussteigen. So. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ab nach draußen. So. Das Dingchen haben wir auch noch dabei. Was ist das? Das sieht interessant aus. Es sieht nicht so aus, als wollte ich es begrüßen. Ich möchte die Ader haben hier. Aber so als nix. Salz. Diamant. Nice. Damit könnte ich mir so einen Cutter bauen, ne? Alles klar. Ein Stückchen Abstand gewinnen. Zum Glück hat mein Gehör mich nicht verlassen. Wo ist mein Moped eigentlich? Hab ich das denn gebracht da oben? Ist da noch ein Diamant oder so? Ich sehe nämlich gerade irgendwie keinen. Egal. Ich frage jetzt ja, was brauchen wir, um so einen Diamond Cutter zu bauen? Können wir gerne mal gucken, wenn wir oben sind. Das vergessen habe ich auch noch. So. Zuck. Ja, komm, hier rein. Put, put, put. Braves Ding. So, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was als nächstes für ein Display-Projekt kommen wird. Also, was ein Singleplayer. Es wird auf jeden Fall einen geben. Die Frage ist, welchen. Ich habe über Stranded Deep nachgedacht, aber den werde ich aus dem Grund einfach nicht nehmen, dass es dann einfach der Wechsel Subnautica Stranded Deep wäre. Und das will ich ja auch nicht. Also einfach hin und her. Wer Bock auf Stranded Deep hat, kann sich mal das alte Display angucken. Das war auch ziemlich gut, wenn auch relativ kurz. So. Bilder. Ne, warte, wir können einmal ganz kurz an die Oberfläche, damit wir ein bisschen Sonnenenergie tanken. So, ladidadidu. So, wir jumpen mal nicht aus dem Wasser, das sieht mich mal ein bisschen schwachsinnig aus, gerade mit so einem großen U-Boot. Boah, wenn das mal nicht perfekt war. Ja, Hauptsache ich muss mal wieder atmen. Tools! Limited Builder, Welder, Laser Cutter. Eine Battery brauchen wir. In unserer Staffbox haben wir zum Glück eine. Dann bauen wir doch einfach mal eine. Einen Laser Cutter. So, dann drehen wir nochmal um. Geben mal volle Power nach vorne. Dann können wir gucken, ob wir so ein Wrack finden, sind altes, weil die kann man ja aufschneiden. Vielleicht finden wir noch eins innerhalb von den nächsten 10 Minuten oder so. Und wenn nicht, dann leider nicht. Dann ist das so. Aber wir hoffen mal, wir finden eins. Deswegen werden wir mal einen Ticken weiter Richtung Grund uns begeben. Denn wo, wenn nicht auf dem Boden, ne? Ach ja. So, rote Felders. Rote Feldersse, die habe ich ja besonders lieb. Naja, aufzuweinen. Erstmal ganz entspannt hier mal einen kleinen Bootstrip veranstalten, ne? Eine Idee für den Singleplayer, das hätte ich sogar schon, aber die werde ich nicht erzählen. Das ist was sehr Spezielles. Hoffentlich machen diese andischen Fische keinen Schaden. Ich glaube, nur über 100 Meter machen die Schaden. Also, beziehungsweise unter 100 Meter. Das ist etwas sehr Spezielles. Das ist sogar nicht mal ein richtiger Singleplayer, aber irgendwie auch wieder schon. Vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich kann noch nichts versprechen. So, wir werden mal hier außen rum fahren und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn hier was ist, dann ist es da. Übrigens, Peter Lustig ist heute gestorben. Das heißt, beziehungsweise gestern gestorben, heute ist Mittwoch. An dem ich es gerade aufnehme, das wird wahrscheinlich eine Woche später kommen oder so, das Video.
Und das tut mir persönlich ziemlich weh irgendwie. Denn das ist so, also wer Löwen. Wer Löwenzahn jetzt nicht kennt, das ist eine Kinderserie, die es seit den, ich glaube, den 80ern gab. Ja, genau, von 80 bis 25, bis 2005, genau. 25 Jahre lang. Peter Lustig war der Moderator von dieser Serie und ich habe die als Kind immer sehr, ich sag mal, inhaliert. Da kam immer sonntags eine Folge und dann hat man die immer geguckt. Da war ich allerdings auch völlig klein. Was nichts daran ändert, dass ich auch noch heute irgendwie Geschmack an der Serie finde. Das ist einfach gute Kinderunterhaltung und ein bisschen auch Aufklärung und so. So Dinge erklärt, die den Alltag erklärt und so alltägliche Phänomene. Womit Kinder dann sogar Erwachsene überraschen konnten mit dem, dass sie das wissen. Und ja, der ist 78 geworden. Hat allerdings auch schon Lungenkrebs etc. Also schon weitaus vorher. Und ja, das ist wieder so ein kleines Stückchen Kindheit, das weg ist, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das ist je nachdem, wie alt ihr seid, werdet ihr das vielleicht auch kennen. Und das ist kein schönes Gefühl. Ja, alles klar. Ich mach das Ding ja wieder kaputt gleich. Ich weiß nicht, ob ihr da mitfühlen könnt. Wer von euch kennt der Peter Lustig überhaupt noch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Weil es gibt bestimmt Leute, die ihn nicht mehr kennen. 2005 hat er, glaube ich, aufgehört, Löwenzahn zu machen, oder 2006 oder so. Oh, Günni. Relax. Was ist das da? Achso, lol. Was bist du? Ich höre einen Reaper. Mal kurz gucken, wo die Aurora ist. Oh. Alles klar. Wenn wir hier drin sind, müssen wir safe sein von dem Reaper. Glaube ich. Denke ich, vermute ich, hoffe ich. Trotz helfen wir mal ganz kurz. Alles klar. Und falls überziehen wir die Folge einen Ticken. Passiert. Achso, das sind so eine Muschelhörner. Also so eine Korallenhörner meine ich, nicht Muschelhörner. So. Vielleicht dürfen wir jetzt irgendwas finden oder so, Spiel. Reefbacks höre ich. Das ist immer schon mal etwas, aber nichts, was ich suche. So scheiße. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Aber wir hatten auf jeden Fall. Ach, guck an. Guck mal eine an. Da ist ja schon das Objekt meiner Begierde. Da kann man sogar direkt neben parken. Das ist direkt eine Parkbucht frei hier. So, brauchen wir so gar nicht mal rückwärts verwenden. Fahren wir halt gleich auch gerade wieder raus. So, ab nach unten haben wir alles dabei. Wir haben Stasi Rifle. Der Diamanten, scheiß drauf, jetzt auf das andere. So. Dann werden wir ganz kurz den Lasercutter auf die 4 legen. Kann ich das nicht aufschneiden? Dafür, die kann man aufschneiden, diese Wrackteile. Oder nur an bestimmten Stellen. Ich hab einen Schatten. Ah, lol. Ach, guck an, eine Supply Crate, die wir schon mal geöffnet haben. Kann mich gar nicht daran erinnern. Gut, da kann ich natürlich lange versuchen zu graben. Ja, ich bestimme auch immer durch Metall durch. Kann ich natürlich. Lol, das ist neu, alles klar. Und hammernervig ist es auch noch. Dann machen wir hier zu, falls wir hier wieder fluten. Ab hoch. Das ist also kein so Ding. Ich dachte, das wären so eine Teile. Das macht es jetzt nicht einfacher, wenn man nicht so ganz weiß, wonach man sucht. Also direkt an der Aurora war das, meine ich auch nicht. Das sind alles nur Stücke von der Aurora. Ne, wenn wir jetzt keins finden, finden wir keins, wie gesagt. Und haben gut unsere Energie langsam ein bisschen weniger. Das ist nicht so gut. Nighttime Approaches. Das Die bauen jetzt auch keine Energie mehr auf. Müssen wir also auf jeden Fall da denken. Okay. Hier ist eine Reaper in der Nähe. Das kann man hören. Boah, ich sehe nichts unter mir. Das macht mir Angst. Da sind solche Dinge. Gehen wir mal raus.
passing safe there. Oh fuck. So. Stehen wir schräg? Wieso stehen wir schräg? Ja, wir stehen echt schräg. Ja, nervt gar nicht so doll, ne? Okay. Aber hier scheint nicht wirklich was zu sein, außer einer Blueprint. Cyclops Pressure Compensator Fragment. Das ist sogar richtig gut. Weil damit könnten wir einen höheren Druckausgleich schaffen. Sind hier auch böse Dinge? Oh, noch so eins, cool. Dann hätten wir gleich schon mal ein zweites davon und bräuchten nur noch eins. Sehr sweet. Ja, das habe ich, es nervt ein bisschen, aber ich kann es gerade nicht ändern. Okay, da ist noch ein bisschen Lithium. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Alter, ist das. Sorry, falls ihr das nicht abkönnt. Ich könnte es verstehen. So, schon mal wieder zurück. Und irgendwie scheinen wir hier nicht so großartig was zu finden. Boah, ich habe vielleicht auch irgendwas übersehen. Passiert ja auch manchmal. Soll ja vorkommen. So, den kann ich auscannen. Machen wir da einfach mal. Ein Tree Mushroom. So heißen die also. New Encyclopedia added. Gut, dann kehren wir jetzt auf Richtung Heimat. Und neigen uns dann langsam dem Sog zum Ende des Displays. Drehen ganz kurz um. Was ist das da? Ist das nur die Aurora, die ich sehe? Ja, ist nur die Aurora. Okay. Einmal Richtung Oberfläche nochmal. Und Vollgas voraus. So. Wir blasen nochmal zum Abschied und ja, ich weiß, das ist witzig, weil ich Blasen gesagt habe. Ja. Okay. Auf dem Rückweg lassen wir nochmal etwas Revue passieren. Dieses Play hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe es auch relativ lange gespielt. Ich meine, das sind mittlerweile 20 Teile. 19 Teile, glaube ich. Mit irgendwas zwischen 15 und 30 Minuten. Und ich kann Subnautica einfach nur. Hallo, Reefback. Ich kann Subnautica einfach nur jedem empfehlen, der so eine Art von Spielen mag. Das ist einfach wirklich, es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Und ich habe es gerade im Summer Sale gekauft. Ne, gar nicht im Summer Sale, nicht im Winter Sale, meine ich. Summer Sale, genau. Und da war es ja, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt, 12 Euro, glaube ich, oder 13 Euro anstatt 20. Und da ist auf jeden Fall, auch 20 ist es definitiv wert. Kann man sich auf jeden Fall guten Gewissens einfach mal gönnen, wenn man Lust auf sowas hat. Natürlich muss man so eine Art von Spiele mögen. Und mir hat es auch Spaß gemacht, das Ganze mit euch zu zocken. Und vielleicht hat es euch das ja auch Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal euer Feedback in den Kommentaren hinterlassen. Würde mich freuen. Ich freue mich allgemein über jede Art von Kritik, egal ob über jede Art von Kommentar, egal ob konstruktive Kritik oder Lob. Das ist immer schön. Und ich stecke ja schon ein bisschen Aufwand in die Videos und ja, da hört man dann gerne, was die anderen davon halten, logischerweise. Jo, ihr könnt auch mal schreiben, ob ihr alle Teile gesehen habt. Oder ob ihr einfach nur so gesagt habt, ja, ich habe die Titel angeklickt, die ich gut fand, oder die Thumbnails, die ich interessant fand, habe ich ausgewählt. So. Schauen wir mal in die Oberfläche, damit wir auch Sonnenenergie tanken können. Ja, alles klar. Die gute Sonnenenergie nachts. Erkennst du nicht. So, von Gönni gehen wir jetzt auch mal verabschieden, ganz klar. Muss ja auch sein. Na, Decker. So, wir sehen uns dann in ein paar Monaten, wenn es weitergeht bei Subnautica. Günni, sag tschüss. Günni sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.